So, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, ich freue mich außerordentlich, dass ihr alle da seid. Es ist eine große Ehre. Ich nehme das so ein bisschen als Respekterweis für die Böll-Stiftung, aber noch viel mehr für das Thema, das wir heute und morgen vor uns haben. Denn darum geht es ja. Was ist die grüne Erzählung vom öffentlichen Raum? Und ich will Ihnen ehrlich sagen, ich stehe durchaus in Demut vor unserer Frage. Ich blicke in die Runde und sehe es auch in Ihren Gesichtern. Da tun sich viele Fragen auf und ich hoffe, wir werden sie der Reihe nach lösen. Ich will kurz daran erinnern, zumindest für diejenigen, die zum ersten Mal bei dieser Konferenzreihe sind, das ist inzwischen schon die sechste Konferenz zum Thema, was ist die grüne Erzählung? Wir haben uns befasst mit Fragen wie der ökosozialen Frage oder dem Thema Unsicherheiten in der offenen Gesellschaft und so weiter. Und was ich gern eingangs unbedingt noch mal kurz sagen wollte, ist, dass uns diese Figur der grünen Erzählung durchaus wichtig ist. Dieser Begriff der Erzählung ist ja inzwischen geradezu inflationär im Betrieb. Alle wollen irgendwas erzählen, das kann man auch kritisieren. Aber wenn man sich noch mal kurz überlegt, was eine Erzählung mindestens bedeutet, nämlich eine politische Orientierung in der Zeit, dann sieht die Sache plötzlich schon viel interessanter aus. Denn die Frage, wo kommen wir eigentlich her als Gesellschaft, wo stehen wir und vor allem, wo geht diese Gesellschaft eigentlich hin, ist eine Frage, die uns alle umtreibt. Und ich darf vielleicht sagen, dass uns das natürlich als Heinrich-Böll-Stiftung freut, dass man von den Grünen oder von der grünen Strömung sich da gerade eine gewisse Antwort erwartet. Ich hoffe, wir werden sie nicht enttäuschen. Dann wollte ich gerne noch mal sagen, dass natürlich diese Figur der grünen Erzählung gar nicht so sehr darauf zielt, was die Grünen jetzt sich selbst erzählen oder die grüne Strömung, sondern gemeint ist damit schon, was ist die gesellschaftliche Erzählung, die Erzählung für die ganze Gesellschaft und welche Vorschläge können wir als grüne politische Stiftung da machen oder wie können wir da Impulse reingeben. Wahrscheinlich ist es doch so, dass die ökologische Frage, die ja bis vor kurzem immer noch als wahnsinnig partikular und besonders begriffen wurde, sich plötzlich als eine hochallgemeine Frage entpuppt, die die ganze Gesellschaft betrifft. Insofern wären wir auch an dem Punkt eher daran interessiert, eine allgemeine Erzählung zu erzählen als eine besondere. Das wäre mir nochmal wichtig vorneweg zu sagen. Dann will ich Ihnen sagen, dass wir als Heinrich-Böll-Stiftung schon seit längerer Zeit sehr, sehr intensiv über die Frage der Zukunft unserer öffentlichen Infrastruktur nachdenken. Und wenn Sie das interessiert, wir haben da ein Projekt gemeinsam mit allen Landesstiftungen, das heißt Shared Spaces. Das finden Sie auch unter dem Namen im Netz, wo Sie eine Vielzahl von Aktivitäten auch jenseits unserer Berliner Blase hier finden. Also wer das vertiefen will, kann da mal reinschauen. Aus unserer Sicht sind öffentliche Infrastrukturen ein entscheidender Ansatz mit Blick auf die drängenden Herausforderungen, vor der unsere Gesellschaft gerade steht, und zwar in vierfacher Hinsicht. Ich will das noch mal so einfach sagen. In den öffentlichen Infrastrukturen entscheidet sich unserer Meinung nach zentral die Frage der sozialen Teilhabe und damit der Frage, ob sich die Menschen in unserer Gesellschaft eigentlich ausgeschlossen fühlen oder irgendwie dabei sind. Gleichzeitig sehen wir aber in der Frage der öffentlichen Infrastrukturen auch eine entscheidende Antwort auf die demokratische Frage. Denn auch wenn der Rechtsautoritarismus etwa viele Gründe hat und nicht einen, so ist es doch sicher so, dass gerade in den Peripherien, sozialräumlichen Peripherien der Gesellschaft, das Gefühl mangelhafter Infrastrukturen nicht gerade dazu beiträgt, sich stärker mit unserer Demokratie zu identifizieren. Und daraus müssen wir Schlüsse ziehen. Dass die Infrastrukturfrage aus ökologischer Sicht eine entscheidende ist, muss ich, glaube ich, hier niemandem sagen. Natürlich hängt die Zukunft
unserer Gesellschaft ganz zentral davon ab, ob es uns gelingt, Mobilitätsinfrastrukturen, Energieinfrastrukturen, auch Digitalinfrastrukturen in eine neue Phase zu überführen, in eine ökologische Phase. Und für die Ökonominnen und Ökonomen unter Ihnen würden wir ja viertens sagen, das ist auch eine entscheidende ökonomische Voraussetzung. Nur mit zukunftstauglichen, zukunftsfähigen Grundinfrastrukturen werden wir eine Produktivität auch in Zukunft in dieser Gesellschaft haben, die allen zugutekommen sollte und muss. Eine entscheidende Unterscheidung, mit der wir arbeiten, ist die zwischen den öffentlichen Räumen und den öffentlichen Netzen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal trivial, aber vielleicht kann man sich damit ein bisschen was klar machen. Oft überlappen sich auch öffentliche Räume und öffentliche Netze in vielerlei Hinsicht. Ja, wenn Sie mit der Straßenbahn durch Ost-Berlin fahren, West-Berlin hat ja leider keine Straßenbahn mehr, ich liebe sie, der wird feststellen, das ist ein Verkehrsnetz und gleichzeitig in irgendeiner Form ein öffentlicher Raum. Und da lassen sich viele Beispiele nennen, zumal ja auch die Frage, wie wir zum Beispiel in Berlin unsere Straßen zuparken oder nicht, durchaus Konsequenzen hat, wie wir im öffentlichen Raum zusammenleben oder nicht. Wir haben uns entschieden, diese Konferenz jetzt wirklich auf die Figur des öffentlichen Raums zu beschränken, natürlich mit allen Schnittstellen, die es da gibt, weil uns das sonst sehr breit schien. Wir werden aber bei dem Panel heute Abend erleben, wie das nochmal sich auch in die größere Infrastruktur- und Investitionsfrage auflöst. Diese Figur des öffentlichen Raums kann man, und das wird auch oft gemacht, so übersetzen, dass es da um öffentliche Plätze geht, Stadtparks, öffentliche Parks, vielleicht auch, das ist ja sogar bis in die Redewendung, öffentliche Orte, gar nicht unwichtig für so eine Stadt, aber wir meinen damit natürlich mehr. Denn wenn man sich die Kraft, die in diesem Figur der Öffentlichkeit liegt, nochmal zu Gemüte führt, dann wird man feststellen, dass die Frage, an welche gesellschaftlichen Orte wir eigentlich den Anspruch der Öffentlichkeit legen, weit darüber hinausgeht. Ich denke, wir sind uns einig, dass sich Öffentlichkeit abspielt, etwa in der Mobilität, also in den Mobilitätseinrichtungen, dass sie sich abspielt in Kunst und Kultur, dass sie sich abspielt in Sport und Spiel an vielen Orten. Und der erste öffentliche Raum, der deshalb bei uns auch eine große Rolle spielt, ist ganz sicher die Bildung. Es gibt viele Menschen, die hatten einmal in ihrem Leben wirklich das Gefühl, einen inklusiven Ort betreten zu haben. Und das war die Grundschule oder überhaupt die ersten Jahre der Schule, um dann zu beobachten, wie sich so eine Gesellschaft schnurstracks in unterschiedliche Milieus, Schichten und Klassen wieder auflöst. Und deswegen bezeichnen wir die Bildung eigentlich als den ersten öffentlichen Raum mit allen Problemen, die daran hängen. Jetzt ist es natürlich so, auch das würde ich gerne noch mal voranstellen, dass die Frage nach der Öffentlichkeit oder dem einen öffentlichen Raum wahrscheinlich tatsächlich obsolet ist. Also ich sage immer, die große Samstagabendshow ist vorbei. Und ob Wetten, dass, so wie man das vielleicht, zumindest wenn man Florian Illes folgen wollte, in den 80ern und 90ern erlebt haben, erleben wir das heute nicht mehr. Aber das heißt ja nicht, dass es viele eine öffentliche Orte gibt. Jede einzelne Schulklasse, jeder einzelne Sportverein, jede einzelne Straßenbahn kann so ein öffentlicher Ort sein. Öffentlichkeit heißt in dem Sinn wahrscheinlich mindestens dreierlei oder wirft drei Fragen auf, vielleicht auch, wenn Sie jetzt ein bisschen im Zuge der Gespräche weiterdenken. Nämlich erstens, inwieweit sind diese Orte eigentlich öffentlich gewährleistet? Also sind sie finanziert? Welche Kriterien erheben wir an die Orte? Das heißt wahrscheinlich nicht, läuft nicht automatisch auf diese Frage rein, sind sie staatlich, diese öffentlichen Orte? Öffentliche Grundinfrastrukturen
wie Energienetze oder Mobilitätsnetze sollten wahrscheinlich definitiv in staatlicher, in öffentlicher Hand sein. Aber ich sag mal, jede Eckkneipe in einem Stadtviertel als öffentlicher Raum ist privat. Und das ist überhaupt kein Problem. Das ist sogar okay so. Da ist nur die Frage, haben wir eigentlich eine Ordnungspolitik, haben wir eine Stadtentwicklungspolitik, in der es diese private Eckkneipe als öffentlichen Raum nur gibt. Ich wähle dieses Beispiel, um das so ein bisschen in Frage zu stellen, dass es da immer nur um eine staatliche Trägerschaft geht. Nein, es geht um öffentliche Gewährleistung. Dann heißt Öffentlichkeit wahrscheinlich Zugänglichkeit, allgemeine Zugänglichkeit zu öffentlichen Gütern, wo, wie immer die aussehen. Und drittens heißt Öffentlichkeit wahrscheinlich irgendwie sowas wie gesellschaftliche Begegnung, gesellschaftliches Zusammenleben. Ja. Natürlich kann man auch eine ganz tolle Schule machen oder einen ganz tollen Sportverein, wo überhaupt keine gesellschaftliche Begegnung stattfindet. Muss vielleicht auch nicht immer sein, aber wir würden doch irgendwie sagen, wo sind die Orte, in denen Gesellschaft eigentlich zusammenkommt? Das wäre wahrscheinlich Öffentlichkeit verstanden als öffentliche Begegnung. Und das ist sicher ein ganz entscheidender Punkt, wenn wir jetzt die nächsten zwei Tage über öffentlichen Raum sprechen. Möglicherweise ist es so, dass wir gar nicht die ganze Zeit von gesellschaftlichem Zusammenhalt sprechen sollten. Das klingt schon wieder so militärisch, sondern erstmal von einem gesellschaftlichen Zusammenleben, und das ist schwer genug. Und wahrscheinlich ist es am Ende so, dass gesellschaftliche Integration, gesellschaftlicher Zusammenhang sich eher herstellt durch Streit und Auseinandersetzung, die immer auch zum öffentlichen Raum gehört, als ein Bild von Integration, wo letztlich jede Blase für sich ein harmonisches, buntes Bild malt, aber überhaupt nichts zusammenkommt, was zusammengehört. Vielen Dank, Eva. Ich wollte kurz vor Schluss noch mal sagen, und das ist jetzt wirklich eine sehr grüne Erfahrung, dass es bei allen Strategien des öffentlichen Raums immer wahrscheinlich auf zweierlei ankommt, nämlich auf die Qualität dieses öffentlichen Raums und auf die Inklusivität oder die Teilhabekraft dieses öffentlichen Raums. Wir kennen beeindruckende Projekte mit hoher Inklusivität, wo die Bürger feststellen, die Qualität rutscht ins Unternull und keiner will dahin. Das betrifft übrigens auch so eine Frage wie die Sicherheit im öffentlichen Raum, nochmal ein eigenes Thema. Und wir kennen eine andere Erfahrung, wir kennen öffentliche Räume, öffentliche Institutionen von höchster Qualität und stellen fest, das sind hochsubventionierte Räume, in denen eine Gesellschaft ebenfalls nicht zusammenkommt. Und deshalb ist so eine Art Leitfigur, die wir diesem Projekt voranstellen, das der inklusiven Qualität, also politische Transformation muss immer beides zusammendenken. Die Qualität dieses Raums für alle Bürger, die allgemeine Qualität und die Inklusivität. Wenn man sich fragt, warum eigentlich diese Strategie und diese Politik des öffentlichen Raums besser laufen könnte als gesellschaftliche Debatte, dann muss man sich wahrscheinlich klar machen, dass es ein paar echte Widerstände und Blockaden gibt für diese Strategie. Es ist erstens so, dass wir nach wie vor einen Investitionsbegriff zugrunde legen, der wahrscheinlich rein stofflich denkt, also die berühmte Schultoilette, Beton, Stahl. Aber was das heißt, in Köpfe zu investieren, in die Qualität der Dienstleistung, die in dieser Infrastruktur, in diesem Gehäuse stattfinden soll, darüber muss man sprechen. Wir haben zweitens sicher das Problem, dass eine verunsicherte, vielleicht auch abstiegsverängstigte Mittelschicht nicht unbedingt in der psychologischen Verfasstheit ist, wo sie sagt, wir holen jetzt alle rein und machen die Türen auf, sondern da kommt es schon drauf an, auch erstmal ein Vertrauen in inklusive Infrastrukturen herzustellen, wo auch alle denken, das ist auch gut für mich. Und die Erfahrung,
was das für eine Qualität ist, wenn Gesellschaft sich nicht in Blasen aus dem Weg geht, sondern sich in einem öffentlichen Raum mit allen Konflikten und allem Streit begegnet. Das ist eigentlich am Ende doch eine sehr, sehr wichtige Erfahrung, die wir den Menschen nicht nur zumuten wollen, sondern gemeinsam auch zumuten können. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich auf unser erstes Gespräch und will, bevor ich an Nora Bosong übergebe, noch kurz Dank sagen. Das ist ganz wichtig. Ich danke Ole Meinefeld dafür, dass er diese ganze Konferenz, und Sie sehen es am Programm, das ist nicht wenig, auf die Beine gestellt hat, gemeinsam mit Christine Weiß. Ich will herzlich danken Sebastian Buko, unseren Chef-Empiriker im Haus, der Ihnen auch noch ein paar neueste Erkenntnisse zu diesen Fragen reinspielen wird. Ich möchte danken Roman Schmidt, Ute Brümmer, Stefanie Groll, Anne Ulrich, Philipp Anthony und Christian Römer für die Workshops, für die Betreuung der Workshops morgen. Auch wenn wir hier oben sozusagen repräsentativ sprechen, ist uns wichtig, dass wir viel Zeit haben, um gemeinsam in kleinen Gruppen zu Aspekten sprechen zu können, die Sie interessiert. Und ich danke auch herzlich dem Tagungsbüro und der Abteilungskommunikation, die einen wesentlichen Anteil am Gelingen unserer Konferenz haben. Ist diese Konferenz, so wie wir hier zusammensitzen, ein öffentlicher Raum, habe ich mich heute Vormittag noch mal gefragt. Ich bin mir nicht sicher, weil als grüne politische Stiftung hast du natürlich immer eine stärkere Affinität zu bestimmten Milieus und zu bestimmten Menschen als anderen. Ich kann Ihnen nur sagen, wir geben uns Mühe, aus der grünen Erzählung eine allgemeine Erzählung machen. Und soweit es sich hier wirklich um einen öffentlichen Raum handelt, in dem auch unterschiedliche soziale Milieus und Schichten und unterschiedliche kulturelle Perspektiven zusammenkommen, scheint mir eins im öffentlichen Raum entscheidend, nämlich, dass wir, wenn wir streitbar uns miteinander auseinandersetzen, nicht mehr als die aus dem öffentlichen Raum rausgehen, als die wir reingegangen sind. Möge die Übung gelingen. Eine schöne Konferenz wünsche ich Ihnen.